Let's yeah. get it on. Lass mal zum Gericht gehen, da war doch irgendwas da. Breitenberg meinte es. Breitenberg meinte es. Ja, aber der Termin ist nicht öffentlich. Ja, egal, dann lass einfach am Fenster gucken. Schon, wie viele Leute sind wir hier, Lan? Ganze Armada, Digga. Dominis Anwesen ist richtig. BMW Gang. Oh, sorry. Oh. I've been feeling right, baby. Herr Breitenberg kann hier niemanden einladen. Breitenberg ist selber nicht. Ja, ich aber mit involviert. Ich möchte da Jungs, fahren, könnt ihr bitte den Bereich hier vorne verlassen? Jungs, wie geschlossen? Wer sagt, dass es hier eine geschlossene Veranstaltung ist? Was soll das? Ist eine geschlossene Veranstaltung. Fick den Richter auf! Hört auf, miteinander zu reden. Nein. So, einmal alle den Bereich verlassen. Oh, jetzt werden alle festgenommen. Ja, wen willst du hier festnehmen? Uns oder was? Alle. Marcel Blechner, wenn sie sich hier nicht alle entfernen, dann müssen wir einen Platzverweis. Hey, warum lasst uns nicht einfach hier stehen? Was soll das denn entfernen? Ja, wir würden euch ja tatsächlich. Okay. So, ihr geht jetzt alle. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Auf jeden Fall viel Glück an diejenigen, die nicht zu dem Staat gehören. Freiheit für die Brüder hinter Gittern. Moment, Hamza. Ja. Wo ist Marcel? Irgendwo hier. Hast du eine Pistole? Schlägst du? Ja. Geht's dir eigentlich noch? Wo ist Marcel? Irgendwo hier. Hi, Anna. Ich wollte euch zwei Pistolen schenken wegen einer Sache. Marcel weiß Bescheid. Okay. Nimm die. Dings, Jobber. Nee, ich kann die nehmen. Können wir die nachher abholen? Okay, Norbert kriegt eine. Ja, Norbert kriegt eine. Schwere. Und, mir können sie dann die andere geben, wenn es kein Format ist. Einmal hier vom Fenster weg. Mhm. Weg. Hey! Lass du denn du bitte fest? Nein! Hilfe! Hilfe! Was machen die? Hallo? Polizeigewalt! Polizeigewalt! Hallo, wir hauen doch ab, was macht ihr? Wir gehen doch! Polizeigewalt! Hallo! Polizeigewalt! Schnell! Hilft die mir! Hamza, komm her, ich nehm dir ab. Ey, was soll das? Hamza, hallo. Lass den mal frei hier, wir gehen doch. Hamza, geh bitte weg. Ich sag ehrlich, das wird ausarten, wir werden eure Gerichtsverhandlung kaputt machen, dass ihr Bescheid wisst. Hamza, es hier ist eine Sperrzone. Ey, Jungs! Ja, und ihr lasst mich ja nicht abhauen. Ja, sie sind doch festgenommen. Ja, seht ihr, was ihr jetzt davon habt? Wow! Ja, sehr schön gemacht. Super gemacht. Ja, ihr seid die besten Polizisten. Ja, super gemacht. Super gemacht. Hey, Marcel. Sieh schnell. Nimm das Auto. Ich hab dich, Bruder. Fafa! Ich kann es auch nicht denken! Ich hab dich, Norbert! Ich hab dich! Ja! Yippie! Nee, ich hab Handschellen! Ja, Bruder, da müssen wir jetzt jemanden finden, der dich da raus. Ey, das sind solche Arschlöcher. Die nehme ich zufällig genau weg, wenn ich eine Waffe kriege. Alles entspannt, Digga, ich hab dich. Alles easy. Na. Oh. Marcel, du bist der Beste. Bester Mann, Digga, ich hab schon immer so gesagt. Oh, verpiss dich hier. Hi, Joker. So, warte, ich kann's. Entschuldigung, ich bin erst neu Polizist, Digga.
Ja, ja. Ich war, soll ich dich hier lassen oder soll ich dich hier lassen? Ja, versteck mich wenigstens ein bisschen. Was habt ihr gemacht? Aber steig mal ein, ihr müsst dir helfen. Hi, Joker. Was geht, Norbert? Was hast du angestellt? Nichts. Gar nichts gemacht. Ey, warte, sind wir... Norbert, du hast nicht umsonst anstellen, oder? Joker, warte mal ganz kurz. Sind wir jetzt nicht auch Straftäter? Wir waren das schon immer, oder? So, einmal rechts ran, hallo! Hallo, einmal rechts ranfahren, bitte, ja. Alle die Hände hoch, sofort, Junge! Alle die Hände hoch! Sofort die Hände! Alle die Hände hoch, jetzt sofort! Hey! Du! Alle die Hände hoch, jeder Einzelne! Auf den Fahrrad, Junge! Ja! Ich glaube, ich spinne, Junge. Wir hätten Hops nehmen müssen. Ne, wir sind am Arsch, Junge. Ja, wir sind am Arsch. Ja, fahr hier rein, fahr hier rein! Hier rein? Ja. Fofo, kannst du einen Viersitzer organisieren? Ich schick dir einen Standort. Da ist am Arsch. Da ist am Arsch. Ist ganz wichtig. Bei Inter, genau. Du musst nicht, oh mein Gott. Alle kaputt. Da ist am Arsch. Bleib hier. Da ist am Arsch. Noch ein bisschen vor. Mann, Alter. Noch ein bisschen vor? Ein Schritt. Ja, ja, da. Versuch's doch einfach. Oh Mann, jetzt sitze ich hier fest. Nee, ich hol schon jemanden. Mann, nochmal, wie alt bist denn du, Junge? Nee, ich bin 25. Ganz großer bist du schon. Was hast du angestellt, dass der Bulle dich verhaftet hat? Nee, ich hab, also... Ich glaube, ich hatte Geschlechtsverkehr mit einem aus seiner Familie. Alles klar. Deswegen wurdest du verhaftet, Norbert, Junge. Deswegen wurdest du verhaftet? Ich weiß nicht genau warum. Also es ist zwar fragwürdig, dass du sowas getan hast, keine Frage, aber das ist eine Straftat, was meinst du, Joker? Dass wir das Auto geklaut haben, ja. Nee, dass er mit. Also, na ja, gut, ich will es gar nicht erst aussprechen. Egal. Ich sehe doch nicht auf die Pumucke. Ich bin echt Oh, was geht? Mach mal die Hände hoch. Hey. Ja, super. Ja, warte, wo meinst du, was geht hier mit dem Links? Warte mal, Norbert. Verdammte Kacke, Joker, Junge. Geht's dir gut, Alter? Nee, geht mal lieber ganz schnell da weg. Warte mal. Weg. Geh da weg. Ja. Norbert, komm, die anderen. Ja, ich bin Norbert. Norbert, hör auf, jetzt hier alles hoch in die Luft zu jagen. Warum? Was reicht das nicht? Jetzt weiß ich nicht. Nein, nein, nein. Ich bin es. Hallo. Ich fahr. Was? Ja, du kannst fahren, aber Vorsicht ist gefährlich, du. Das ist ein Driftauto, vorsichtig. Ui. Mhm. Ja, ich bin Gangster. Situation. Aber Norbert, bist du jetzt gesucht oder nicht? Was? Ich glaub, das war's. Norbert, du fährst nie wieder, Norbert, Junge. Ey, so ein scheiß Auto. Nie wieder, Norbert. Ist das klar? Du hast einen Unfall gebaut, oh? Ich hab die Schnauze voll, nein. Nein. Jemand oder so? Natürlich muss ich schreiben. Warte, ich hab den doch. Oh no! Ja, mein Auto! Nicht. Warum? Ich mach dir weh. Ey, Norbert, bitte Norbert. Okay. Steig aus, ich fahr. Steig aus, komm. Oh mein Gott, was ist da eigentlich hier los? Norbert, ja, ich hab der Bundeskanzler hier oder so. Okay. Was machst du? Norbert, Norbert, bitte. Jetzt ist er gleich wieder kaputt. Komm. Oh, mein schönes Auto. Fährst du weiter mit der Karte, Anna? Ja. Nicht gesehen, Digga. Fuck, auf dem Dach sahen Leute. Komm schon. Schaffst es. Aua. Komm hier auf den Bürgersteig, Norbert. Aua. Oder bleib da sitzen, das ist, du möchtest. Haben Sie den Täter gefunden? Sie ja, war es. Sie hat alles angestiftet. Wer ist das Auto gefahren? Sie, das ist Ihr Auto, das können Sie durchgucken. Ihr Nummernschild. Warum sagt Sie uns dann, dass Sie gefahren sind? Ja, das hätte ich auch gesagt an Ihrer Stelle. Ja, gut. Schauen Sie doch einfach auf das Nummernschild.
Ich sag's Ihnen so, wie es ist. Eine Person von euch beiden hat geschossen und ich sag's mal so, die Dame war's nicht. Die hat mich gezwungen! Genau, eine Dame mit einer Handtasche ohne Waffen zwingt sie. Ja, schauen Sie mal, die fährt einen pinken 1063 AMG, wo gibt's denn sowas? Ist kriminell! Sind die gut verdient? Dürfen Frauen nicht gut verdienen oder was? Was hat denn das damit zu tun? Aber ich finde so eine Handtasche ist Waffe. Also ich weiß, jetzt was passiert ist. Dementsprechend der Kollege. Robert, hast du noch Schmerzen? Gleich erstmal sein Bußgeld. Ja, bekommen. Ganz schnell. Ja, ganz schlimm meine ich. Ganz, ganz schlimme Schmerzen. Wo hast du denn die schlimmsten Schmerzen? Ich hab hier an deinem Arm. Meine linke Brust fühlt sich taub an und mein Magen ist so hart. Irgendwie, ich hab Bauchschmerzen. Wann hast du das letzte Mal was gegessen und was hast du gegessen? Mac and Cheese. Davon können die Bauchschmerzen nicht kommen. Davon kommt durch. Der Durchfall, ganz klar. Ich glaube, ich brauche eine Operation. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Wir haben hier so die Gründe für deine Schmerzen so nicht sehen. Das heißt, wir müssten einmal eine Bildzeichnung davon machen, von deinem. Heißt, der muss ins Krankenhaus. Also würde ich ihn ganz mitnehmen. Ich frage einmal im Krankenhaus an, ob wir die Möglichkeit haben. Ja, ist okay. Ich frage dann auch noch davor nach, bitte. Okay, eine Sekunde. Soll ich tragen helfen? Bitte helfen Sie mir hoch! Kommen Sie, Norbert, ich helfe Ihnen noch. 1, 2, hopp, komm. Hi, Erik! Soll ich mich hier hinsetzen? Ja, dauert. Bitte helfen Sie mir! Voll gesaut. Bitte helfen Sie mir! Alles gut, Mann. Oh mein Gott. Nicht angeschnallt! Oh nein, die haben Wärmelichtkameras. Oh nein, ich muss weg, die haben Wärmelichtkameras. Die sehen durch die Wände, Digga. Bitte einmal stehen bleiben. Ich kann nicht, bitte nicht. Ich bin zu jung für den Knast. Bitte nicht, bitte nicht. Ich hab nichts gemacht, ich sag es Ihnen doch. Bitte tun Sie mir nichts. Bitte tun Sie mir nichts! Norbert, das wird schwierig, ich sag's dir. Sie glauben mir alle nicht, ich weiß nicht! Norbert, komm, das hat doch alles keinen Sinn. Ich hab nichts getan! Ich schwöre es euch! Norbert, komm, lass das sein, das bringt. Nicht. Steig aus dem Auto aus oder du stirbst! Ich fahr nicht zu Gangstern, die schießen dich ab! Steig aus dem Auto aus! Ja, sicher nicht, wenn sie Vollgas geben. Steig aus, ich fahr zu Gangstern sonst! Steig aus! Ich werde auf deine Reifen. Steig aus! Ja.